Immer am Ball, Christian Kerschdorfer. Seine Tricks brachte er schon vor 11 Jahren ins Fernsehen und ihm selbst nationale Aufmerksamkeit ein. Kannst du damit Geld verdienen mittlerweile? Also es ist so, ich mache das neben meinem Job. Also ich bin Chemieingenieur und neben meinem Job mache ich diverse Auftritte. Also ich fahre da in ganz Österreich herum, komme auf der Welt ein bisschen herum. Also es ist cool, man kommt viel herum. Die Kinder lachen, die Kinder taugt es, man lernt die Kinder Tricks. Also das ist das Wichtigste, dass Nachwuchs kommt und die das auch feiern. Hat schon Sinn gehabt, dass du als Teenager Balli gespielt hast? Genau, es hat einen Sinn gemacht, dass ich daheim im Garten gestanden bin und die Tricks probiert habe. Ob wie er mit Ball oder so wie Vadim Gabuso mit einer Tanzpartnerin, sie alle brechen eine Lanze für mehr Bewegung. Im Adrenalinpark der G3-Sportwelt kann man sich austoben und an seine Grenzen gehen. Out.